وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn, der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Wir nur preisen ihn und danken ihm für seine Gaben, die er uns gewährte. Die Gaben, die wir kennen und die wir nicht kennen, die offenkundig sind und die verborgen sind. Wir danken ihm für die Gaben, für die wir ihm baten. Und auch für die, die uns gewährte, ohne dass wir ihn fragten. Wenn wir die Gaben Allahs zu zählen versuchen, dann werden wir nicht dazu in der Lage sein. Und der Frieden und der Segen Allahs sind auf dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der entsandt wurde, um die Menschheit aus der Dunkelheit ins Licht zu führen. Der entsandt wurde aus Barmherzigkeit Allahs. Wir haben uns hier versammelt, um das Erbe des Propheten sallallahu alaihi wasallam miteinander zu studieren und zu lernen. Und das ist wahrlich eine der besten Taten und vorzüglichsten Taten. Wir nehmen inshallah das Buch Al-Wasiyyat al-Sughra durch und beginnen heute den Unterricht von diesem Buch. Dieses Buch, welches eine Antwort von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ist, als er vier Fragen gefragt wurde. Bevor wir mit der Frage und der Antwort beginnen, wollen wir uns ein bisschen mit dem Leben von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah auseinandersetzen. Denn von der Wichtigkeit eines Buches und von der Vorzüglichkeit eines Buches ist es, den Autor zu kennen. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah hieß Taqiyuddin. Er war Abu al-Abbas, Ahmed, Ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah al-Harrani. Er wurde 661 nach der Hijra geboren und starb 728 nach der Hijra. Er war ein Imam und ein Großgelehrter, ein Meer und ein Berg im Wissen. Und um über sein Leben zu sprechen, bräuchte man viele Unterrichtsreihen. Und es wurden viele Bücher geschrieben, nur über sein Leben. Und deshalb versuchen wir, kurz gefasst, einige Punkte seines Lebens anzusprechen, dass wir ein bisschen erfahren, wer dieser Mensch war. Erstens war er auf der Aqidah der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, auf der Aqidah der Salaf. Und wer etwas anderes behauptet oder daran zweifelt, der ist entweder unwissend oder ein irregegangener Erneuerer. Jeder, der die Bücher von Ibn Taymiyyah liest und seine Aussagen kennt, weiß, dass er auf dem Weg der Salaf war. Was sein Wissen anbelangt, so sagte Al-Hafidh Al-Bazzar, das ist Umar ibn Ali, das war einer seiner Schüler und Gefährten, der in seiner Zeit lebte, er verstarb 749 nach der Hijra. Er sagte, was die Fülle seines Wissens anbelangt, so sieht man das zum Beispiel in seiner Kenntnis über die Koranwissenschaften und wie er die feinen und kleinsten Details aus dem Koran entnahm und wie er die Aussagen der Tafsir-Gelehrten erwähnte und ebenfalls mit dem Koran erklärte
Es wird erzählt, also Al-Bazzar erzählt und sagt, wenn man ihm in einer Sitzung einige Ayat des Korans vorlas, begann er, diese zu erklären. Und als alle von der Sitzung gingen, als die Sitzung beendet war, hat er nicht mal ein bisschen davon erklärt. Weil er so viel Wissen hatte über diese Verse, die ihm vorgelesen wurden, dass er so viel zu sagen hatte, sodass er nicht fertig wurde mit dem Erklären dieser Ayat, die ihm vorgelesen wurden. Seine Sitzung ging ungefähr ein Vierteltag. Und er erklärte den Koran, ohne dass er sich vorher vorbereitete. Oder dass er wusste, wer oder was ihm vorgelesen wird. Derjenige, der anwesend war, las ihm vor. Und er begann, egal was man ihm vorlas, mit der Erklärung davon. Und meistens hörte Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nicht auf zu erklären, außer dass die zuhörten, wussten, dass er nur aufgehört hat zu reden, weil die Zeit nicht reichte. Aber er hätte noch viel mehr können erklären. Oder weil es vom Nutzen der Anwesenden war, dass er dort aufhörte. Aber nicht, weil sein Wissen dort aufhörte. Er hat über die Erklärung von Qul Huwallahu Ahad einen großen Band verfasst. Und über den Vers Ar-Rahmanu alal Arsh istawa, der Allerbarme erhob sich über den Thron, füllte er ungefähr 35 Hefte. Al-Bazzar, rahimahullah, sagte weiter, und was seine Kenntnis, also von Ibn Taymiyyah, und sein Wissen über die Sunna anbelangt und die Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Taten und seine Angelegenheiten und seine Schlachten und Kriege und sein Wissen, was davon authentisch ist und was nicht, und ebenfalls das Überlieferte von den Sahaba radiallahu anhum, von ihren Aussagen und Taten und ihren Fatawa und ihren Situationen und wie sie sich für die Religion Allahs bemühten. Er war von den Leuten, die dieses Wissen am besten meisterten und am besten kannten. Und er war von denen, die die Ahadithe und die Fatawa und die Aussagen seines von den Sahaba oder anderen, er war von den Leuten, die das am schnellsten sich daran erinnern konnten und sich am schnellsten die Informationen wieder ins Gedächtnis rufen konnten. Dann, wenn auch immer er es wollte. Es war selten. Es war meistens so, dass wenn ihm ein Hadith aus einem Buch oder eine Fatawa vorgetragen wurde, wenn er ein Hadith aus einem Buch oder eine Fatawa erwähnte, dass er sie zurückführte, also diesen Hadith oder diese Aussage, zu den Schriften des Islam. Und er wusste, ob sie sahih sind oder hasan oder anders. Und er erwähnte ebenfalls den Sahabi, den Überlieferer vom Hadith, radiallahu anhu. Und meistens war es so, wenn ihm eine Überlieferung von den Sahaba, also wenn er über eine Überlieferung gefragt wurde, dass er den Zustand dieser Überlieferung kannte und klar machte. Und ebenfalls wusste er meistens von dem, also über das, was er gefragt wird. Und Al-Bazzar sagte ebenfalls, von den verwunderlichsten Dingen war es, als Ibn Taymiyyah während seiner ersten Prüfung in Ägypten festgenommen und inhaftiert wurde, dass er von seinen Büchern getrennt wurde. Und trotzdem schrieb er in seine Zelle Bücher. Kleine Bücher und große Bücher. Und meistens ist es so, wenn ein Gelehrter ein Buch schreibt,
dann muss er zu anderen Büchern zurückkehren, zu Nachschlagewerken. Ibn Taymiyyah hatte keines seiner Bücher bei sich und er schrieb Bücher und verfasste Werke im Gefängnis. Rahimahullah. In diesen Büchern erwähnte er Ahadith und Überlieferungen und Aussagen der Gelehrten und Namen der Hadith-Wissenschaftler und Namen von den Autoren und die Namen ihrer Bücher. Alles führte er zurück zu dem, der es sagte und zu dem Buch, wo es vorkam. Und nicht nur das, sogar wo in dem Buch es vorkam und es erwähnt wurde. Alles aus seinem Gedächtnis. Als danach diese Bücher kontrolliert wurden, fand man heraus, dass es keine Fehler drin gab. Das, was er dort zitierte, war alles korrekt. Rahimahullah. Und Al-Bazzar sagt ebenfalls, dass eines Tages jemand ihm Ahadith vorlas und sein Lesen war sehr schnell. Der Sheikh, yani Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, stoppte den Mann und korrigierte ihn und sagte, nein, der Name, so wie du ihn gelesen hast, ist nicht so. Es ist so und so. Und als man es überprüfte, fand man heraus, dass er recht hatte. Obwohl es so schnell gelesen hat und die Leute wahrscheinlich gar nicht mitkamen. Aber er war dabei. Er wusste, was ihm vorgelesen wird. Und er korrigierte es auch, wenn ein Fehler gemacht wurde. Einmal wurde er über einen Hadith gefragt. Und er hörte nicht auf zu reden über diesen Hadith, dass man sogar einen großen Band damit hätte füllen können. Also mit seiner Aussage. Was seine Bücher und seine Werke oder seine Fatawa anbelangt, dann ist es schwierig, sie alle aufzählen zu können. Denn es wird erzählt, dass als Ibn Taymiyyah rahimahullah starb und er starb im Gefängnis, trugen die Leute säckeweise Bücher und Blätter heraus und die wurden alle vernichtet. Und es ist selten, wenn du einen Gelehrten heutzutage siehst, der nicht zurückkehrt zu den Aussagen und den Büchern von Ibn Taymiyyah rahimahullah. Er nimmt von seinen Aussagen, sei es in der Aqida oder im Fiqh oder im Hadith oder in der Philosophie oder in der Logik oder in der Erziehung oder im Verhalten oder auch in der Politik und der Ökonomie und anderem. Das ist das, was kurz gefasst das Wissen von Sheikh al-Islam im Thema anbelangt. Das war jetzt zweitens, oder? Zweitens. Drittens, seine Anbetung. Sein Schüler, Sheikh al-Islam ibn Qayyim, rahimahullah, sagt, ich kam einmal zu Sheikh al-Islam, nachdem er Fajr gebetet hat. Und es blieb sitzen und gedenkte Allahs, bis fast die Mitte des Tages erreicht war. Und Sheikh al-Islam wandte sich dann zu ihm, zu Ibn Qayyim, und sagte ihm, das ist die Nahrung, das ist meine Nahrung für meine Seele. Wenn ich sie nicht zu mir nehme, schwindet meine Kraft. Und Ibn Qayyim sagte, dass Ibn Taymiyyah einmal zu ihm sagte, ich unterlasse niemals das Gedenken Allahs, außer mit der Absicht, dass ich mich ausruhe und mit diesem Ausruhen mich für einen neuen Dhikr vorbereite. Und Al-Bazzar, rahimahullah, sagte, was seine Anbetung, rahimahullah, anbelangt, dann hörte man wenig, die so wie er waren. Dann hörte man von wenigen, die so wie er waren. Denn er verbrachte seine ganze Zeit in der Anbetung. Sogar so, dass ihn nichts ablenken konnte, dass ihn nichts von Allah ablenken konnte. Nicht seine Familie, noch sein Vermögen. Und in der Nacht war er abseits von allen Menschen, alleine mit seinem Herrn.
demütig und er pflegte regelmäßig den Koran zu lesen. Und er wiederholte immer wieder die gottesdienstlichen Handlungen Tag und Nacht. Und wenn die Nacht vorbeiging, dann ging er erst zu den Leuten zum Fajr-Gebet, nachdem er die Sunna, die zwei Raka, vor dem Fajr-Gebet gebetet hatte. Und wenn er das sich zum Gebet begab und das Gebet anfing, Al-Bazar sagt, wurden wie unsere Herzen aus der Brust gerissen vor der Achtung und der Ehrerbietung, die wir sahen, als er den Takbirat al-Ihram machte. Sie waren so erstaunt und so verwundert, von wie er den Takbirat al-Ihram machte. Wie demütig und wie achtungsvoll und mit was für einer Ehrfurcht er das tat. Rahimahullah. Und Al-Bazar sagt, und als er im Gebet war, zitterten seine Körperglieder. So weit, bis er ab und zu links oder rechts schwankte. Das war seine Anbetung. Ein kleiner Teil davon. Viertens, sein Charakter und seine Art und Weise. Imad al-Din al-Wasiti, rahimahullah, sagte, wir haben niemanden in unserer Zeit gesehen, in dessen Aussagen und Taten die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam so in Erscheinung getreten sind, wie bei diesem Mann, Ibn Taymiyyah. Und jedes gesunde Herz bezeugt, dass dies das wahre Folgen ist. Und Ibn Qayyim sagte über seinen Anstand und sein Vergeben und seinem guten Verhalten gegenüber dem, der ihm Schlechtes antat. Er sagte, in niemandem sah ich diese Eigenschaften so vereint wie in Ibn Taymiyyah. Den guten Charakter, das Vergeben und das Gutsein zu dem, der schlecht zu ihm war. Er hat bei niemandem diese Eigenschaften so vereint gesehen wie bei Ibn Taymiyyah. Und Ibn Qayyim sagt, dass einige der älteren Gefährten von Ibn Taymiyyah sagten, ich wünschte, ich hätte Freunde, wie Ibn Taymiyyah zu seinen Feinden war. Sie sagten, ich wünschte mir, dass ich so Freunde hätte, wie Ibn Taymiyyah zu seinen Feinden war. Rahimahullah. Ibn Qayyim sagte, ich habe nie gesehen, dass er Dua gegen jemanden gemacht hat. Er hat Dua für die Leute gemacht. Und eines Tages ging ich zu ihm und teilte ihm die frohe Botschaft mit, dass einer seiner größten Feinde gestorben war. Und die am schlimmsten gegen ihn waren. Und er beschimpfte mich. Er schimpfte mit mir. Und verbat es mir. Und er sagte, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Er stand sofort auf und ging zum Haus des Verstorbenen. Er teilte ihnen sein Beileid mit und sagte, ich bin für euch auf seinem Platz. Ich bin für euch auf seinem Platz, auf dem Platz des Verstorbenen. Es gibt nichts, was ihr braucht, außer dass ich euch helfen werde. Und sie dankten ihm dafür und waren glücklich und machten Dua für ihn und sie schätzten diese Situation sehr. Möge Allah sich ihm erbarmen und mit ihm zufrieden sein. Al-Bazar sagt über seine Enthaltsamkeit, die Leute sind sich einig, die Leute, die ihn gesehen haben und speziell lange mit ihm zusammen waren, sind sich einig, dass sie niemanden auf der Dunya so gesehen haben, der so enthaltsam war wie Ibn Taymiyyah. Das war sogar bekannt über ihn. Sogar, dass es der wusste, der in seiner Nähe war, und derjenige, der weit weg von ihm lebte. Al-Bazar sagt, wenn du einen normalen Menschen, also der nichts mit dem Wissen zu tun hat oder mit den Gelehrten zu tun hat, wenn du ihn, und der weit weg von Sheikh al-Islam Taymiyyah gewohnt hätte,
wenn du ihn gefragt hättest, wer ist die enthaltsamste Person in dieser Zeit? Und die Person, die am vollständigsten den Überfluss der Dunya ablehnte und die am eifrigsten war im Erstreben nach dem Jenseits, würde er sagen, ich habe nie von jemandem gehört wie Ibn Taymiyyah. Und er sagte über die Bescheidenheit von Ibn Taymiyyah, was seine Bescheidenheit anbelangt, so habe ich nie jemanden gesehen oder von jemandem gehört in seiner Zeit, die so war wie er. Rahimahullah. Er war bescheiden gegenüber den Alten und den Jungen und bescheiden gegenüber den bedeutsamen Leuten und auch den Verachteten. Er war bescheiden gegenüber den rechtschaffenen Reichen wie auch gegenüber den Armen. Er näherte sich dem rechtschaffenen Armen und ehrte ihn und war großzügig zu ihm und leistete ihm Gesellschaft. Und er war höflich und milde mit ihm in seiner angenehmen Rede, zusätzlich wie auch zu den Reichen. Und ab und zu bediente er ihn sogar, er selbst. Und er half ihm im Tragen seiner Notwendigkeiten. Er stellte damit sein Herz zufrieden und näherte ihn seinem Herrn. Er war nie gelangweilt, wenn er um eine Fatwa gefragt wurde oder wenn jemand ihn etwas fragte. Nein, im Gegenteil. Er ging auf die Menschen mit freudigem Ausdruck zu und mit einem milden Gemüt. Er blieb mit den Leuten, bis die Leute ihn verließen, also weggingen. Er war nicht der Erste, der wegging von den Leuten. Ob sie alt oder jung waren, ob es ein Mann oder eine Frau war, ob es ein Sklave oder ein Freier war, ob es ein Gelehrter oder jemand war, der nichts mit dem Wissen zu tun hat, ob es ein Sesshafter war oder ein Beduine. Er wies niemanden zurück, noch brachte er irgendjemanden in Verlegenheit. Und er verscheuchte niemanden mit seiner Rede, indem er ihn traurig machte. Im Gegenteil, er antwortete den Leuten und erklärte den Leuten und machte ihnen klar, was das Falsche und was das Richtige ist, mit Sanftmütigkeit und Heiterkeit. Und Al-Bazzar sagte über seine Großzügigkeit, rahimahullah, er war natürlich zur Großzügigkeit veranlagt. Er hat diese Eigenschaft nicht angenommen oder spielte sie vor. Nein, es war seine Wesensart. Und er hielt nie am Geld fest. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er konnte, war er großzügig mit dem Geld und zwar mit seinem gesamten Geld. Er wies nie jemanden zurück, wenn jemand ihn fragte. Er wies weder das Geld zurück, noch Kleider, noch Bücher. Und ab und zu kam es vor, dass arme Leute ihn etwas fragten, also ihn um Geld baten, er aber nichts hatte. Aber er ließ die Leute nicht gehen, bis er nicht von seinen Kleidern holte und es ihnen gab. Und das war bekannt über ihn, rahimahullah. Und Al-Bazzar sagte ebenfalls, nie jemanden zurückwies, wenn jemand ihn, also eines seiner Bücher fragte. Es war sogar so, dass er sagte, such dir aus, was du willst und nimm es. Und eines Tages kam es dazu, dass ein Mann nach einem Buch, dass ein Mann, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nach einem Buch fragte, von dem er Nutzen haben kann. Und er sagte ihm, nimm das Buch, das du dir auswählst. Und der Mann sah einen sehr wertvollen Mushaf, der mit viel Geld gekauft wurde. Dieser Mann nahm diesen Mushaf und ging. Und die Leute, die mit ihm waren, tadelten Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah und sagten, wie kannst du ihn einfach mit dem gehen lassen oder zulassen, dass er das nimmt. Er, rahimahullah, sagte, steht es mir zu, dass ich es ihm verbiete, nachdem er danach fragte? Lass ihn, soll er einen Nutzen davon haben.
Und Sheikh al-Islam verbietete es stark, dass wenn man nach einem Buch des Wissens gefragt wird, dass man es ihm nicht gibt. Und er sagte, es gehört sich nicht, dass man das Wissen dem verwehrt, der danach sucht. Fünftens, sein Mut. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte, er schwört bei Allah, dass er niemanden gesehen hat, der ein besseres Leben hatte als Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, obwohl er ein bedrücktes Leben hatte. Er hatte keine Bequemlichkeit oder ein Wohlleben oder Wohlstand. Nein, er hatte das Gegenteil. Er wurde verhaftet, ihm wurde gedroht und er hatte viel Überlastung in seinem Leben. Und trotz diesen Sachen hatte er das beste Leben. Und er hatte Freude in seiner Brust und er hatte das stärkste Herz und hatte die glücklichste Seele. Der Glanz der Glückseligkeit schimmerte auf seinem Gesicht. Und Ibn Qayyim sagt, wenn wir viel Angst bekamen und schlechte Vermutungen hatten und die Erde uns bedrängte und eng wurde alles, dann gingen wir zu ihm. Nur wenn wir ihn sahen und seine Rede hörten, ging das alles weg. Und es verwandelte sich in Freude, Kraft, Gewissheit und Beruhigung. Ibn Qayyim sagt, Subhanallah, der seinem Diener sein Paradies zeigt, bevor er ihn trifft. Und der seinem Diener die Tore des Paradieses öffnet, noch in der Welt der Taten, im Diesseits. Und so die Ruhe und die Brise und das Gute von dem Paradies zu ihm gelangt. So, dass er sich bis aufs Äußerste anstrengt, dass er das Paradies bekommt und dass er um das Paradies wetteifert. Ibn Qayyim sagt, Rahimahullah, ich habe niemanden gesehen, der unerschrockener war als er. Und der sich mehr Mühe gab, den Feind zu bekämpfen als er. Er kämpfte auf dem Weg Allahs mit seinem Herz, mit seiner Zunge und mit seiner Hand. Er fürchtete nicht den Tadel des Tadlers. Und mehr als einer berichtete, dass Ibn Taymiyyah, als er im Militärlager der Muslime im Dschihad war, er ihr Schutz und ihre Stütze war. Er war die Stütze ihrer Standhaftigkeit. Wenn er jemanden sah, der Angst hatte, oder Zärtlichkeit, oder Feigheit, spornte er ihn an und ermutigte ihn und machte ihn, gab ihm Kraft und gab ihm frohe Botschaft und das Versprechen, dass der Beistand und der Sieg und die Kriegsbeute ihm sein wird. Und er machte ihm die Vorzüge des Dschihad klar und ebenfalls die Vorzüge des Mujahid und dass Allah seine Ruhe auf sie herabsenden wird. Wenn Ibn Taymiyyah auf dem Pferd saß, bindete er seinen Turban um sein Kinn herum, bindete es fest. Er durchzog den Feind mit der größten Mut. Und er stand wie der standhafteste Ritter. Er lobpreiste Allah und machte den Takbir, was dem Feind mehr Schaden zufügte als das viele Töten von ihnen. Er stürzte sich in sie hinein, wie jemand, der keine Angst vor dem Tod hat. Und es wird erzählt, dass sie von ihm, als sie die Stadt Ekka, oder ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, eroberten, dass sie von ihm Dinge sahen, die man nicht beschreiben kann. Rahimahullah.
Und sie sagten, er war der Grund, dass wir diese Stadt erobert haben. Durch seine Tat und seinen Rat und seine Aufmerksamkeit. Rahimahullah. Und dies waren nur einige Beispiele und Auszüge aus seinem Leben, Rahimahullah. Und es gibt noch viel mehr. Aber ich hoffe, dass wir ein bisschen diesen Imam kennenlernen und seine Stellung jetzt besser kennen. Und ebenfalls um den Wert dieses Buches besser Bescheid wissen. Denn wenn du weißt, wer der Autor eines Buches ist und wenn du seine Vorzüglichkeit kennst und seine Stellung, dann weißt du auch, wie es mit diesem Buch auf, was es mit diesem Buch auf sich hat. Das ist Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Und es wird erzählt, dass als er zum letzten Mal inhaftiert wurde, er mit seinem Bruder im Gefängnis immer wieder den Koran las. Sie fingen an, bis sie fertig waren, und dann fingen sie immer wieder von neuem an. Es wird erzählt, dass als sie ungefähr beim 68. Mal oder so waren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, dass sie während dem Lesen, also Ibn Taymiyyah war am Lesen, dass er am Lesen war. Und dass das Letzte, was er in seinem Leben vom Koran las, folgende zwei Verse waren. Gewiss, die Gottesfürchtigen werden in Gärten, an Bächen sein, am Sitz der Wahrhaftigkeit bei einem allmächtigen Herrscher. Und dann starb Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Während dem Koran lesen. Rahmatullahi alayhi. Zu dem Buch. Wie gesagt, dieses Buch ist eine Antwort auf vier Fragen. Das Buch heißt Al-Wasiyyatu Sughra, übersetzt der kleine Ratschlag. Auf Arabisch ist das Wort Al-Wasiyya etwas, was mit einem Befehl und einem Verbot zusammenhängt, in dem eine umfassende und nützliche Ermahnung für den ist, den man anspricht. Derjenige, der diese Fragen stellte, war Abul Qasim, Al-Qasim ibn Yusuf ibn Muhammad al-Tujibi al-Sabti, rahimahullah. Hier stellt sich die Frage, dieser Mann oder die Kunya von diesem Mann ist Abul Qasim. Und hier stellt sich die Frage, ist das nicht verboten? Und Sheikh Suleiman al-Ruhayli sagte, die korrekteste Meinung ist, dass das Verbotene ist, dass man den Namen des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat und seine Kunya. Nämlich, dass man Muhammad heißt und Abul Qasim. Und es wurde ebenfalls gesagt, dass das Verbot speziell für die Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Und Allahu A'lam. Dieser Mann fragte Ibn Taymiyyah, dass er ihm einen Ratschlag gibt. Und zwar fragte er ihn und sagte, also fragte ihn, dass er ihm rät, durch was man das Wohlergehen in der Dunya und im Akhira erlangt. Das ist die erste Frage. Durch was erlangt man das Wohlergehen im Diesseits und im Jenseits? Die zweite Frage. Er bittet Ibn Taymiyyah, dass er ihn zu einem Buch führt, auf das er sich stützen kann
in den Hadith-Wissenschaften oder im Wissen des Hadith und ebenfalls in anderen Wissensbereichen des Islam. Das ist die zweite Frage. Er bittet ihn, dass er ihn zu einem Buch führt, auf welches er sich im Wissen des Hadith stützen kann und ebenfalls in anderen Wissensbereichen des Islam. Die dritte Frage. Er bittet den Scheich, dass er ihn auf die besten rechtschaffenen Taten aufmerksam macht nach den Verpflichtungen. Er bittet den Scheich, dass er ihn auf die besten rechtschaffenen Taten aufmerksam macht nach den Verpflichtungen. Das ist die dritte Frage. Und die vierte Frage ist, dass Sheikhul Islam ihm klar macht, welches oder durch welche Tat oder durch welche Arbeit man den überwiegendsten Profit erlangt. Durch welche Arbeit erlangt man den überwiegendsten Profit? Das sind die vier Fragen von Abul Qasim. Al-Qasim ibn Yusuf ibn Muhammad al-Tujibi al-Sabti. Und wenn man sich diese Frage betrachtet, dann merkt man, was für eine gewaltige Frage das ist. Und wie genau diese Frage ist. Er fragte nicht irgendjemanden. Er fragte die Person, und zwar die meistwissendste Person in seiner Zeit. Und zwar einen vorbildlichen Imam. Und in dieser Frage sieht man, wie aufrichtig dieser Fragesteller ist. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass diese Antwort bis heute gelesen wird. Und dass Allah diese Frage gesegnet hat. Und durch diese Fragen viel Nutzen für die Muslime gegeben hat. Und ebenfalls in der Antwort. Und von hier und hieraus merkt man auch die Wichtigkeit, dass man die Gelehrten fragt. Und dass man schaut, wie man sie fragt. Es kann sein, dass durch eine Frage, die du vielleicht nicht so wichtig findest, ganze Völker rechtgeleitet werden. Und deshalb muss man darauf achten, wen man fragt und wie man fragt. Frag so, wie du den meisten Nutzen daraus ziehen kannst. Und denke nicht, dass deine Frage nicht wichtig ist. Jede Frage, mit der du Allah näher kommen willst, und jede Frage, mit der du Klarheit über die Religion Allahs bekommen willst, und jede Frage, mit der du lernen willst, wie du Allah richtig anbetest, dann frag sie. Aber schau, wie du die Frage stellst. Beachte den Anstand und die Formulierung und denke nicht, dass deine Frage unnütz sei. Denn wie gesagt, nicht nur du hast den Profit dieser Frage, sondern jeder, der diese Antwort des Scheichs hört. Was man hier noch sagen muss, ist, wie ich es von Sheikh Suleiman al-Ruhaili gehört habe, dass man nichts über Zweifel fragen soll, über Shubuhat. Man soll nicht den Gelehrten in einer öffentlichen Sitzung über Shubuhat fragen. Über Zweifel oder Scheinargumente der Erneuerer zum Beispiel. Warum? Es kann sein, dass jemand diese Shubha hört und sie in sein Herz geht und er die Antwort danach vielleicht nicht versteht.
und die Schuld in seinem Herz bleibt. Und du warst schuld. Und deshalb stell diese Frage dem Sheikh, wenn du alleine mit ihm bist. Das habe ich von Sheikh Suleiman al-Ruhaili gehört. Der Fragende hier sagt ebenfalls, nachdem er diese Fragen gestellt hat, oder diese Bitte an Sheikh al-Islam, sagt er, dass er das Ganze gern kurz fassen, also die Antwort kurz gefasst möchte, indem Sheikh al-Islam auf diese Dinge hinweist, für die er ihn bat. Und er machte Dua für ihn, dass Allah ihn beschützen möge. Und dass der Frieden Allahs und seine Barmherzigkeit und sein Segen auf ihm sein mögen. Und hier, inshallah, beenden wir unseren, also den heutigen Unterricht und fangen das nächste Mal, inshallah, mit der Antwort von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah an. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam.